Nur warum sollte man das machen? Hallo, Religion. Religion. Das ist halt so ein Fach. Das ist so, als ob man bei Mario tagelang trainiert, um Bowser zu besiegen. Das mach einfach dabei. Das mach einfach dabei. Beim Spielen besiegt man den nur nicht tagelang dafür trainieren. Ja, und da muss ich aber wohl oder übel eine 4- kassieren beim Test. Ja, der Test war eigentlich nicht so gut ausgelaufen für uns alle. Warte, ich gucke was nach. Ja, das war eine 4-. Ja, ich habe mir alle Noten aufgeschrieben. Ich bin so einer, ja. Und, meine beste Note? Ich könnte nicht mal aufzählen, wie viele Einsen ich habe, denn das weiß ich noch gut. In Deutsch hatte ich auf jeden Fall 3. Das war aber eher Grammatik. Weil in so einem Projekten und Rechtschreibung, ach, Rechtschreibung nicht, Aufsätzen, da bin ich immer sehr schlecht. Weil in der weiterführenden Schule schreibt man eher Aufsätze. Und die komme ich da am Arsch mit den Aufsätzen. Aufläufe mag ich eher, das sind Nudelaufläufe. Aber nein, aber nein, aber ja, aber nein, aber ja. Was ich sagen wollte. Bis jetzt habe ich noch keine richtige, wie soll ich sagen, Niederlage einstecken müssen. Wie zum Beispiel, eine 5, eine 6. Eine 4 ist ja noch laut Lehrer ausreichend, obwohl er dich nach der 4 irgendwie enttäuscht von dir ist. Ich hasse ja das. Wenn du bei einem Lehrer gut bist und dann eine schlechte Note schreibst und der dann von dir enttäuscht ist, das hasse ich. Also in Mathe, Englisch, ach Quatsch, Mathe, Englisch vor dem Lehrerwechsel, Latein und Informatik habe ich eigentlich keine riesigen Probleme, da bin ich sogar sehr gut. Warum Englisch, nach dem Lehrerwechsel ging es irgendwie bergab. Da hatte ich irgendwie konstant nur eine 3. Und das war irgendwie komisch. Ich hatte irgendwie nur konstant eine 3, keine Ahnung warum. Ich hatte in den 2 Jahren, wo wir die neue Lehrerin hatten, hatte ich nur einmal eine 2. Komisch, und bei der alten Lehrerin, die auch etwas erfahrener war, sage ich mal, vielleicht ist das der Grund, bei der hatte ich häufig eine 2 und einmal sogar eine 1-, das war der größte Erfolg meines Lebens. Boah, Alter, habe ich mich da gefreut, Lahm. Die erste 2, ach Quatsch, 1. In einem Sprachfach, was nicht Latein ist. Und was ich noch nicht mal konnte. Boah, Alter, da habe ich Jubel, da haben wir Party gemacht. Nicht nur, weil mein Bruder Geburtstag hatte, sondern eine richtige Party. Ja, also ich wusste, wie man Party macht. Gut, was kann ich denn noch sagen? Ja, Barbie, war die gut in der Schule? Nein, die war schon Anfang an Prinzessin. Sowas haben die ja nicht nötig. Wo bin ich denn hier? Ach, das ist... Achso, ja, ich bin gerade in einem Minigame. Habe ich ganz vergessen zu erzählen. Natürlich kann ich nicht gegen ein Buch springen. Klar. Was ich noch erwähnen könnte, ist, Nebenfächer, welche ich gut bin. Ich glaube, das liegt auch an Mathe, dass ich auch in Physik, Chemie gut bin. Ja, Bio hatte ich auch wegen einer Lehrerin immer Probleme. Und das Komische war, wir hatten die Lehrerin 3 Jahre. Das war also die Lehrerin, die wir am längsten hatten. Ja, und das war irgendwie komisch. Ja, ich bin gerade irgendwie knapp dabei. Ja, okay, ich habe schon verkackt. Gut. Dann gehen wir jetzt mal weiter, das war eine totale Verschwendung. Ah, schon die Tür da. Gut, ich mach glaube ich bis zum nächsten Gegner. Der kommt gleich. Und dann ja, der Physik bin ich eigentlich wegen dem Lehrerwechsel. Ich hatte
bei meinem alten Lehrer eine 3, jetzt stehe ich auf eine 1. Das ist sehr gut. In Chemie ebenfalls. Da hatten wir irgendwie eine Lehrerin, das war so eine, die war etwas älter und die konnte sich nicht durchsetzen. Die war auf jeden Fall kleiner als ich und ich bin schon klein. Und die war eher so mickrig. Die konnte sich auf keinen Fall durchsetzen, keines Weges. Und was noch? Auf jeden Fall erzähle ich irgendwie viel zu viel von der Schule, wenn ich so gerade dabei bin. What the fuck? Och man. Das war doch voll knapp. Ich hoffe, wir bekommen noch ein eine Attacke. Ich sag jetzt nicht Attacke, ich sag Verwandlung. Ja, ich springe hier und springe. Wir haben ja gerade die Mais-Saison, ist das so? Mais ist sehr lecker, Mais ist sehr gesund. Mais ist gut gegen Skorbut. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich hab's von SpongeBob. Und Lehmfächer ist ja so eine Sache bei mir. Lehmfächer ist ja eher darauf oft ausgelegt auf mündlich. Und da ich den Umschwung mit auf die 8. Klasse mit dem mündlichen hatte, bin ich auch sehr gut ausgefallen. Ich hatte dann in Erdkunde, in Chemie, in Bio, in Physik, in Religion sogar auch. Außer in Musik, da war irgendwie komisch. Da hatte ich überall eine 2. Vielleicht habe ich ja was vergessen. Mein Zeugnis habe ich ja hier um die Ecke. Moment. Ach gut, wir sind ja weiter. Das nächste Level ist, glaube ich, draußen. Ja, das ist draußen. Gut, dann hier mein Zeugnis. Ach, das ist die 7. Klasse. Mano. Ich suche gerade, sorry. So lange kann ich ein Liedchen singen. La 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 und gegen Ameisen kämpfen. La 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 la. Auf jeden Fall kann ich das Zeugnis von der 7. Klasse vorlesen und dann im Vergleich erstmal Religion, da war die 3. Deutsch hatte ich eine 2? Das war krass. Also die ganzen Sprachen, Deutsch, Englisch, Latein hatte ich alles eine 2. Ich kann ja jetzt mal die ganzen Zweier vorlesen. Deutsch, Englisch, Latein. Kunst. Und Sport. Sport in dem Fall war sehr knapp. War sehr knapp. Ja, auf eine 1. Denn da hatten wir ein Thema, das war Theater. Und der Sportsmann, der alles gut Sport kann, wird da jetzt sagen, bah. Ich war da nur ein Alien und habe da für eine 5 plus bekommen. Für das Auftreten, eine 5 plus. Und deswegen hatte ich eine 2 bekommen müssen. Hat der Lehrer mir gesagt, der würde mir gerne eins geben, oder der hätte mir gerne eins gegeben, aber konnte nicht. Jetzt die ganzen Dreier zum Vergleich. Religion, Geschichte, Erdkunde, Politik, Physik, Chemie, Biologie. Das waren die ganzen Dreier damals. Kann ich vorlesen, was sich geändert hat. In Religion, Erdkunde, Politik, Physik, Chemie, das ging alles auf eine 2. Mathematik hatte ich damals eine 1, das war auch unser alter Lehrer, den habe ich sehr gemocht. Der musste aber leider nach Hamburg und dafür haben wir eine sehr geile Lehrerin bekommen. Ich sag in dem Fall geil, da der Emre jetzt bestimmt denkt, wenn er das guckt, dass bestimmt petzen geht. Und ja, ja, da wird's petzen gehen. Auf jeden Fall, die ist cool. Die ist mindestens genauso cool wie unser alter Lehrer. Naja, oh, ich bekomme neue Schuhe. Neue Schwester, neue Schuhe. Habe ich jetzt alle gefunden? Die heißt Blair, echt jetzt? Oha, ich kann laufen. Och man. Komm, springe ich auf Ameisen, komm, benutze ich meine neuen Dinger, meine neuen Flitzer. Bin ich schon mal am Arsch. Gut, welche sagen Barbie, lauf.
Barbie macht Spaß, ne? Boah, ich hab ihn ausgetrickst. Och, Mann. Das war knapp. Gut, jetzt Flitzebogen. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Und hüpf. Aufpassen, 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 aufpassen. Und hüpf. Och, Mann. Ich hoffe, ich sterbe nicht nochmal. Und dabei, so, Schule ist ja so eine Sache, ne? Schule braucht sehr viel Disziplin. Bei mir war schon von Anfang an, als ich in die fünfte kam, zuerst gute Noten schreiben, danach Geld kassieren, danach kommt die Frau. Zwischendurch kann man natürlich auch noch eine Frau reinlassen. Das hat sich jetzt irgendwie pervers angehört. Ich sag mal so, man kann sich zwischendurch eine Frau schön gönnen. Ja, wie mein Freund immer sagt, gönnen. Man kann sich zwischendurch eine gönnen, kein Problem. Aber man darf nicht so stark auf sie konzentrieren. Denn man kennt ja diesen Begriff pinke Brille, wo man alles nur noch pink sieht. Ja, und ich befürchte, dass ich das haben werde. Ein Bekannter von mir, also ein Schulkamerad, hat eine Freundin und der steht gerade sehr schlecht, was die Noten angeht.